Servus und willkommen zu Forts im 1 gegen 1 und wir sind hier in besonderer Art und Weise im Finale von meinem allerersten Turnier, dem Beloved Enemy Turnier. Das kam letzte Woche Samstag. Der Stream ist auf meinem Kanal unter der Rubrik Live zu finden. Da könnt ihr euch 6 Stunden Forts am Stück antun. Das Ganze findet ihr da oben jetzt in der Infobox. Wenn ihr das Turnier nicht gesehen habt, dann das Video jetzt hier abbrechen, das Turnier angucken, weil das hier ist das letzte Spiel vom Finale. Und ganz kurz für euch, warum kommt das jetzt hier als Cast? Ganz einfach, weil ich als gutes altes Gürteltier ein bisschen gefettfingert habe. Ich habe meinen Delay vom Stream komplett vergessen und den Stream beendet, bevor das Game vorbei war. Tut mir leid. Nächstes Mal passiert das nicht mehr. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Video hier kommt jetzt knapp eine Woche zu spät. Ich habe es mehrmals probiert aufzunehmen, habe es aber nicht geschafft, mental das durchzuziehen bzw. in einer Qualität euch zu präsentieren, dass ich sage, das funktioniert. Das ist jetzt Aufnahmeversuch 11 oder 12, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es funktioniert. Und ganz kurz vorneweg, für die, die noch da sind, das heißt, ihr habt das Turnier geschaut. Wir haben hier auf der linken Seite den guten alten Benzinpreisvergleicher mit Schockenau. Warum Schockenau? Erkläre ich gleich. Weil hier drüben ist Klau alles mit Hurricane. Die Commander sind nicht typisch. Liegt einfach daran, weil bei dem Beloved Enemy Turnier sucht der Gegner die 3 möglichen Commander des Gegners aus. Und das Finale, ja, ein Best of 5 war, gab es 3 Commander für Benzi und 3 für Klau alles. Und das heißt, jeder dieser gepickten Commander muss ein Game gewinnen. Bei Benzi waren es Schockenau, Moonshine und Scattershot. Er hat sich bei der Map hier für Schockenau entschieden und bei Klau alles ist es Hurricane. Er hätte auch noch Sieb wählen können oder Overdrive. So, genug erklärt. Jetzt sind wir im Game. Wir sehen hier bei Benzi erstmal schön Full Economy geprügelt. 6 Minen, 2 Windturbinen, Werkstatt und Upgrade Center. Und hier kommen schon die Gunner. Der hat das Setup gesehen bei Klau alles hier. Und das schreit nach Rockets. Also wenn ihr irgendwann mal seht, dass jemand hier so Dreierboxen in, ja, in ein Konstrukt schon einpflegt, ist das quasi ein sehr, sehr starkes Indiz, dass da Rockets kommen. Und dann könnt ihr auf jeden Fall ein paar Gunner bauen. Wir sehen bei Klau alles, er hat hier 2 Windturbinen und geht hier noch für 2 Backturbines. Finde ich ein schönes Setup. Gelingt mir auf der Map persönlich nie. Aber ja, hier seht ihr auch die beiden Finalisten vom Turnier. Das heißt, die beiden wissen, was sie tun. Und ich kann nochmal jedem sagen, auch wenn ihr jetzt hier das Finale seht und wisst, wer gewonnen habt, guckt es euch trotzdem an. Es waren ein paar richtig geile Games dabei. Und 1-2 Foto-Finis, die einfach, ja, die muss man gesehen haben, weil wenn ich die einfach plain erzähle, wird mir die eh keine Sau glauben. Und wir sehen hier bei Klau alles, kommen jetzt die Upgrades für die Rockets und eine Shotgun. Hurricane, muss man dazu sagen, die Windturbine hier durch diese schräge Metallschicht ist sie gehemmt. Die ist traurig, die macht gar nichts. Aber Hurricane, viel Energie mit der aktiven, heißt halbe Nachladezeit nur. Und dann kann das hier ordentlich scheppern. Aber ihr seht es beim Benzi, 1, 2, 3 Gunner und die sind schön gebaut. Die haben Winkel nach unten und nach oben. Sandsack und ein bisschen Holz vorne dran geklatscht, so dass die Shotgun hier gar nichts wegholen kann. Und ich glaube, alles merkt leider nicht, dass hier die Windturbine sich schnell dreht. Und noch als kleiner Hinweis, während hier Benzi seine 3 Mörser oben rausprügelt, was ich ein schönes Setup finde. Etwas verräterisch vom Aufbau, aber sehr, sehr schönes Setup. Ich hatte bei dem Turnier noch einen Co-Moderator, das war Fluffiges Jo vom WTF. Und ja, nochmal vielen lieben Dank, Grüße gehen raus und ganz ehrlich, sehr, sehr gerne jederzeit wieder. Es war mir persönlich ein Fest, hat mir riesig Spaß gemacht, ich konnte noch was lernen und für jedes weitere Turnier und jedes weitere Event, was ich noch plane, werde ich Fluffiges auf jeden Fall auf die Prio-Liste einsetzen, weil das war ja einfach schön, hat Spaß gemacht.
Bei Benzi kommen hier drei schwere Mörser, die Gunner, ja, holen alles raus. Die Shotgun nimmt zwei Gunner weg, aber das ist Schaden, den kann Benzi easy verkraften. Und ihr seht es hier, wird noch ein kleiner Dorn von da dran gemacht, dass die Shotgun den Gunner gar nicht kriegt. Und die erste schwere Mörsersalve kommt. Und durch das Platzieren der Gunner wurde daraus hier jetzt Vordergrundholz, was dafür gesorgt hat, dass die dann durchgeschlagen sind und die Windturbinen weggeholt haben. Jetzt werden die Gunner hier gedeckt gebaut mit dem Vordergrundholz, damit der Mörser nicht durchschlägt. Der erste Gunner ist ready. Ja, der trifft leider gar nichts. Aber jetzt hier sind drei Gunner am Start von Klau Alles. Das heißt, Anti-Air ist im Feld und die Rockets gleichzeitig von Klau Alles. Die beißen sich die Zähne aus an der Anti-Air von Benzi. Und hier kommt bei Benzi die T2. Keine Rocket kommt durch, ein Gunner geht raus. Das ist alles für Benzi sehr gut verkraftbar. Und jetzt probiert er die Mörser so tief zu aimen, dass die Anti-Air nicht drankommt. Aber er hier auf die Waffen von Klau Alles kommt. Und wenn das gelingt, dann ist Klau Alles nackig. Aber ihr seht, da kommen noch mehr Gunner. Die Rockets kommen, aber eine kommt zaghaft durch. Die Mörsersalve von Benzi grüßt einmal die Stratosphäre und soll jetzt von oben nach unten kommen, aber nein, da klappt gar nichts. Weder die Rockets von Klau Alles kommen durch, noch die schweren Mörser von Benzi. Momentan beharren sich beide, sie bedrohen sich, sie haben das Potenzial, aber auch die Fähigkeiten, um den anderen hier komplett schachmatt zu setzen, weil die Rockets, okay, jetzt kommt hier, kommen drei Stück durch, aber der Schaden, ihr kriegt's mit, das ist marginal. Da sind immer noch zwei Gunner, die das Potenzial haben, die Rockets rauszunehmen und die schweren Mörser von Benzi. Ja, die sorgen dafür, dass die Gunner ein bisschen mehr Aim generieren, aber wirklich Schaden kommt da nicht bei rum. Vielleicht mit dem Bait-Mörser. Wir werden sehen, hier die EMP. Die EMP fliegt voraus, um die Gunner eben auf das falsche Ziel zu triggern. Und hier die Mine gut beschädigt, merkt man bei Benzi, er repariert und er hat minus 19 eben gehabt in der Spitze. Das merkt man, das ist teuer. Und beide dümpeln gerade so mit der T1-Tech so vor sich hin. Wir haben hier Rockets, also zwei Rockets, eine EMP, zwei Shotguns. Aber kein Plan, wohin es gehen soll. Wir haben keine Batterie von Klau Alles. Und gerade mit der aktiven von Hurricane wäre es enorm wichtig, dass hier ein Speicher besteht. Und hier wurde die Shotgun ja von Benzi angehittet. Jetzt kommt hier eine große Tür. Wird die fertig werden, bevor Benzi nochmal aimt? Ja, okay, Benzi nicht mehr auf seinem Sniper. Und ja, momentan, beide beharren sich, beide beackern sich, aber es ist mehr so, ja, kein Vor und kein Zurück. Es ist wie so ein bisschen im Kalten Krieg, die Amis und die Russen in Berlin. Ja, beide misstrauen sich, beide belauern sich, aber keiner hat wirklich so ein Rezept, um den anderen rauszunehmen, weil die Anti-Air von Klau Alles verhindert die Mörser und die Gunner hier. Ja, die verhindern das Gröbste und Schlimmste mit den Rockets. Jetzt die Büs von Benzi. Aber, ja, oh, da kommt der Smoke Launcher von Klau Alles. Der kann hier die Anti-Air von Benzi auf jeden Fall rausnehmen und mit der aktiven in Kombi von 2-3 Batterien könnte Klau Alles jetzt hier gut Damage machen, weil ihr kriegt's mit. Er schießt eine Salve und er ist quasi wieder von der Energie blank, weil das sind 1200, ich glaube 600 und 800. Oh, wie bitter. Er sieht gerade die aktive und mit der Biss in die offene Tür rein und die Bodenstrebe erwischt von der EMP. Die halbe aktive schon ausgelaufen und jetzt kann er es, glaube ich, alles Profit daraus ziehen. Die Rockets kommen durch, guter Damage und bei Benzi ist hier oben eine Cannon im Aufbau. Er könnte hier auch als Schock genau einfach eine 20 bauen. Weil mit der aktiven wird aus der 20 automatisch eine Kanone, genauso wie aus dem Firebeam eigentlich ein Plasmabeam werden würde. Aber Benzi sagt sich hier, hört zu, Kanonen, damit kenne ich mich aus, damit bin ich groß geworden und ich hatte schon Schmierfett in der Muttermilch. Das ist, was ich will, das ist, was ich brauche. Also kommen hier Kanonen bei Benzi. Persönlich bin ich bei Pillars ein Freund von 20s, aber ich kann es auch verstehen, weil da sind zwei Shotguns. Zwei Shotguns, eine 20. Ja, die 20 zieht immer den kürzeren.
Ja, hier nochmal der Versuch, mit der Büs was zu holen, aber überall Stahl, 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 Stahl. Okay, hier wäre nochmal Holz, aber ansonsten ist überall Carsten Stahl am Werk. So, die Gunner, ja, diesmal gar keinen Bock gehabt, groß was zu machen, aber jetzt wieder am Start und die arbeiten auch vernünftig. Repair Station verweigert ihren Dienst ebenfalls nicht, holt den Rauch weg von der, vom Smoke Launcher. Shotgun hinterher, aber da ist nichts. Da ist nichts zu holen bei Benzi. Der hat das gut gemacht. Der Gunner hier in seinem kleinen Trench schützt die Minen. Hier ist so ein Holzknubbel. Das ist schon überlegt. Also da hat man sich echt Gedanken gemacht, wie will ich diese Map spielen. Und man muss dazu sagen, es ging hier ja auch um 200 Euro. Das ging hier auch um 200 Tacken. Und hier finde ich sehr schön, Benzi hat endlich mal eine vernünftige Pro-Tür gebaut. So wie ich sie auch spiele. Eine schöne, kleine, kompakte Tür, die einfach alle Möglichkeiten einem offen halten und gleichzeitig den Feind rauslassen. Hier schöne Büs von Benzi. Hat hier probiert, den Boden von der Shotgun rauszusägen, weil dann geht die Shotgun drauf. Das wäre sehr schön gewesen. Jetzt die Aktive von Klau alles. Der hat Batterie nachgezogen, Smoke Launcher vorgezogen. Ja, kommen die Rockets. Schöner Treffer. Zwei Minen deaktiviert. Einschlag von den Rockets, aber was Klau alles hier momentan nicht weiß, da ist schon eine Cannon. Die ist ready und die holt direkt präzise einen der beiden Rocket Launchern raus und der Damage von Klau alles ist hier einfach, ja, fast halbiert direkt auf Anhieb. Die Defense vom Core, die ist stabil, da ist nichts zu meckern. Da sind drei Lagen Metall, also da wird auch die Cannon nicht durchschlagen, aber hier, ja, die Rockets kommen jetzt durch. Entweder hat Benz jetzt nicht die APM, um die Anti-Air nachzuziehen und mit der Cannon zu pressuren, oder ihm fehlen die Ressourcen. Ja, hier nochmal ein Cannon-Shot, aber jetzt hat Klau alles überall mindestens zwei Tore. Na, okay, die Shotgun, die ist ein bisschen schlampig verteidigt gegen eine Cannon, aber die EMP kommt auch noch durch. Was eine Dreistigkeit. So, hier auch die T2 ready. Aber was macht man? Was will man spielen? Ich, wie gesagt, ich bin ein Freund von 20s auf der Map. Weil, why not? Da ist nur eine Tür. Da ist eine Tür, aber wir sehen hier noch die Werkstatt komplett offen. In richtiger Disrespect für Benzi hier. Und der hat jetzt zwei Cannons am Start. Und die grüßen den Chor. Der ist noch bei 83% und der... Der quiekt auch schon vor Glück. So. Benzi jetzt hier definitiv in der besseren Position. Zieht hier die Backturbines nochmal nach. Die Backturbines sind hier nicht nur sehr schön gespielt, sondern sind auch das Gegengewicht für den Wutz bei mir vorne. Schön. Die Mine da unten beschädigt. EMP kam durch. Ja. Da muss nochmal Anti-Air ins Feld. Oh, jetzt hier. Bier-Minen deaktiviert, aber die hier wird repariert. Benzi läuft im Negativbereich. Nicht so schön. Nochmal kennen, schaut Richtung Chor. Ja, der Chor, der quiekt wieder vor Freude mit 75%. Also, ich glaube, alles zieht es hier ein bisschen mehr Defense vorne dran. Ist auch wichtig. Das muss er machen, weil der Chor, na, der ist gerade nicht ganz so happy. Ja, die Shotgun holt der Mann gerne raus, aber insgesamt die Anti-Air von Benzi, die macht einen guten Job. Er musste ein bisschen einstecken, aber insgesamt war da nicht viel. Und hier, ja, diesmal die Defense bei Klau alles hat ausgereicht. Jetzt wird die Aktive gezogen. Ich glaube, das war bei ihm mehr so Reflex wie bei mir Gürteltier. Wenn ihr Schaden kriegt, drück ich T. Auch wenn ich dann in dem Moment Scattershot spiele und mir denke, du Hornochse, warum? Aber man probiert es hier weiter mit kleingeliebigen Waffen. Die Rakete holt noch was raus. Jetzt noch mit der Biss hier die Verbindung bedrohen. Die Shotgun hier noch was weg. Und jetzt hat hier Benzi wieder zwei Cannons bereit. Die Energie dafür ist auch ready. Oh, da wird... Oh, erstmal gehen hier die Windturbinen raus und die Werkstatt. Das heißt, jeder Schuss von dieser Buzzsaw ist jetzt ungemein wertvoll, weil... Er kann keine zweite dieser Art mehr bauen.
Nochmal alle Rockets geschossen. Ein bisschen Splash-Damage, aber nichts Verwertbares. Bensi ist hier jetzt nicht gezwungen, seine Taktik irgendwie zu ändern. Nickel Smith, da kommt jetzt eine 20, die mit der aktiven zur Kanone wird. Und alles hat nur ein Türchen. Hätte Klau alles, hier einen AP-Sniper. Er könnte zumindest mal Bensi dazu zwingen, dass er hier zwei Tore bauen muss. Er zieht jetzt hier die aktive. Durch die aktive, seht ihr es, werden die Windturbinen vom Gegner deaktiviert. Und 20s würden einen Cannonshot abfeuern und Firebeams hätten dann die Bewaffnung von dem Plasmabeam. Allerdings auch für die Kosten der entsprechenden Waffe. Also ist das nicht irgendwie günstiger. Man spart sich nur die Baukosten. Der nächste Gunner geht raus. Und Klau alles verharrt hier auf Shotgun EMP Launcher. Und er muss was einfallen lassen. Da geht. Oh, wie fies. Hier durchgeschossen, durch die Lücke. Da geht ein EMP Launcher raus und da unten ebenfalls. Beide Rockets gehen raus. Der EMP Launcher steht als einziges noch. Ja, Klau alles hat hier effektiv keine Waffen am Start. Er hat Anti-Air, aber keine Bewaffnung. So. Oh nein! Seine Tech hat er verloren. Da müssen wir gleich schon mal drauf schauen, wann er die verloren hat, weil er muss die gerade nachbauen. Und ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum keine Waffen kommen von ihm, im Sinne von 20s oder Cannons. Aber hier zwei Cannons und eine 20. Ja, mit der... Bis vorgearbeitet und jetzt hier. Ah, komm, die eine Cannon. Oh, Schwein gehabt. Also da lacht der Chor mit 14%. Da grunzt die Sau. Und ich glaube, Klau alles ging hier in dem Moment wirklich der Arsch auf Grundeis. Ihr seht es hier, kommt ein schöner Block Woodspam. Das waren drei Cannon-Shots, weil die 20, wenn die aktive läuft, wird auch zu Cannon. Und ja, Klau alles. Das sieht insgesamt nicht gut aus. Und jetzt hier mit der 20 wird das ganze Feuer aufgeweicht. Oh oh. Klau alles mit 0%. 0%. Das heißt, jeder Mückenschiss ist jetzt für Klau alles tödlich. Und er entscheidet sich hier für Portale. Fun Fact, das waren nicht die ersten Portale, die im Turnier gespielt wurden. Oh, die kamen gerade noch rechtzeitig online, um den Chor zu beschützen, weil 0% ist echt nicht die Welt. Und hier kommt eine Haubitze. Klau alles ist alles auf dieser Haubitze, weil wenn die hier eintaucht, die kann den ganzen Waffenturm einreißen. Und hier unten, ne, die holt hier diese Hilfsstreben. Weil Bensi holt die auf jeden Fall raus. Und ob das Gewicht dann noch getragen werden kann, wer weiß, wer weiß. Und jetzt hier mit der Aktiven und der Shotguns werden die Cannons bedroht. Finde ich gut von Klau alles. Deswegen muss Bensi hier nochmal eine Schicht Tore einziehen. Verringert erstmal den Damage, weil Bensi kann gerade nicht schießen. Die 20 schickt nochmal einen Gruß Richtung Waffen da unten. Ja, die Cannon finisht die EMP. Alles nicht so tragisch. Hauptsache, die Haubitze kommt irgendwie durch und ins Ziel. Weil die ist nochmal der Gamechanger für Klau alles, der hier wirklich gerade auf Messerschneide um sein Überleben kämpft. Er probierte mit dem, was er hat, Bensi weh zu tun. Finde ich gut, ist auch sinnvoll. Und wir sehen es momentan hier gefloatet, knapp 400 und bei Bensi knapp 750 Metall. Aber die Shotguns haben gute Arbeit geleistet. Sorgen auch gleichzeitig dafür, dass durchs Reparieren kein Schuss abgegeben werden kann. Und hier die Haubitze. Das ist der Hoffnungsträger von Klau alles. Ist gleich am Start. Bensi nochmal mit der 20, mit der aktiven. Oh oh. Und da heißt es GG. Bensi gewinnt damit das erste Beloved Enemy Turnier von mir. Damit gewinnt er 200 Tacken bar auf die Hand. Und ja. Ich würde mich über jedes Like und Kommentar freuen. Und für euch, die ihr dabei wart, eventuell beim Stream, danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mich unterstützt in meiner gerade etwas problematischen, schwierigen Zeit.
Und ich will gucken, dass ab nächste Woche wieder regelmäßig Content für euch kommt. Ich habe einen Plan und den will ich so durchziehen. Und jetzt schauen wir einmal ganz kurz hin, was mit der Tech passiert ist. Weil, so, Benzi hat die beiden Cannons. Hat er hier mehr verloren als nur die Windturbinen? Komm, einmal schießen, mein Freund. Oh ja, das Ding hat die T2 von Klau alles abgeräumt. Ja, oh, das war ein richtig bitterer und teurer Treffer. So, in dem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Für alle die, die warten mussten, das tut mir leid. Ich gelobe Besserungen in Zukunft. Und ja, ansonsten passt auf euch auf und ab nächste Woche wieder regelmäßig Content. So alle 2 Tage gucke ich, dass es Forts gibt. Vielleicht auch regelmäßiger. Aber alle 2 Tage, denke ich, werde ich irgendwie hinkriegen. Und in dem Sinne, passt auf euch auf. Und ich sage dann mal, tschüss.